Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich diesen zuckersüßen Hasen gehäkelt habe. Dieser Hase besteht einfach aus einem Quadrat und mit ein paar Nähstichen wird das Ganze zum Hasen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Als Material benötigt ihr Baumwollgarn in Wunschfarbe, etwas Schwarz für die Augen, eine Nähnadel, eine Häkelnadel Nummer 3,5 und eine Schere. Ich habe den Hasen hier oben auch noch mit einer Mini-Rose und einer Blüte verziert. Und für hinten benötigt ihr einen Bommel. Ob ihr diesen mit Bommelmaker oder von Hand mit Karton macht, spielt keine Rolle. So, wir beginnen. Ihr benötigt für den Hasen ein Quadrat. Ich habe insgesamt 6 Quadrate gehäkelt. Die kleinen sind mit 20 festen Maschen. Und ob das Ganze ein Quadrat ist, könnt ihr leicht überprüfen. Wenn ihr die Ecke diagonal herlegt, muss das Ganze passen. Also die kleinen 21 Luftmaschen in die zweite Masche von der Nadel, in jede Masche eine feste Masche, eine Luftmasche und wieder zurück. Einfach ein Quadrat aus festen Maschen. Das Ganze häkle ich jetzt nicht vor, denn ich denke, so schwierig ist das Ganze nicht. Und bei den großen Quadraten habe ich mit 35 Maschen gearbeitet. Hier habe ich zu Beginn 36 Luftmaschen gemacht, in die zweite Masche von der Nadel eine feste Masche, in die restlichen 34 Maschen jeweils eine feste Masche, Luftmasche wenden und wieder zurück. Auch hier, wenn man das Ganze diagonal herlegt, muss das Ganze passen. So. Und wie wird nun aus einem Quadrat ein Hase? Hier bei diesen beiden habe ich die Fäden schon vernäht und ich zeige euch das Ganze mit einer schönen Kontrastfarbe, dass ihr das gut sehen könnt. Ich habe hier einen grünen Faden aufgefädelt auf eine Nadel. Und nun nehmen wir einfach ein Quadrat. Wir falten es in der Mitte zusammen und in diese Reihe müssen wir unsere Stiche machen. Das ist hier diese Reihe. Ich beginne hier unten, fahre von unten immer durch jede Masche hindurch und fädle den Faden auf. Hinten etwas überstehen lassen. Einmal die ganze Länge entlang. So, die Nadel durchziehen. Hier könnt ihr gut die grüne Linie erkennen. So, nun arbeiten wir die Hasenohren heraus. Dafür falten wir hier oben diese zwei Ecken als Spitze zusammen. Das heißt, wir müssen hier oben in der Mitte, müssen sich die beiden Längen treffen. Ihr könnt das Ganze so herheben und dann einmal kurz festdrücken. Dann seht ihr hier schon ganz leicht die Linie und die fahrt ihr jetzt einfach mit der Nadel entlang. Auch wieder jede Masche abwechselnd, bis wir oben an der Spitze herauskommen. So, genau. Und nun auf der anderen Seite auch wieder hier herunter. Und
ob ihr jede Masche oder jede zweite Masche, das ist nicht so tragisch. So, dann haben wir das Ganze hier nach unten und ihr seht nun schön ein Dreieck. Achtet bei dieser Seite, dass ein Faden hinten und ein Faden vorne ist. Hier lasse ich die Nadel noch aufgefädelt, denn die brauchen wir danach gerade noch zum Weitervernähen. Ich lege mir schon mal etwas Füllwatte zurecht. Das müsste die Hälfte etwa für den Kopf müsste reichen. So, wir packen die Füllwatte in das Dreieck und ziehen an diesen beiden Fäden. Das wird unser Kopf mit den Hasenohren. Einfach zuziehen. So. Kopf mit Hasenohren. So. Nun verknote ich das Ganze. Richtig fest. So, richtig fest. Und nun haben wir unseren Kopf mit den Hasenohren auch schon fertig. Nun nehmen wir die Nadel und den Faden und machen jetzt den Körper. Den Körper machen wir hier oben, nehmen wir das zusammen und nähen das Ganze hier oben mit unserer Vernähnadel einfach mit ein paar Stichen beide Teile zusammen. Schön oben durch. Also normal mache ich das nicht in einer Kontrastfarbe, aber damit ihr schön die Naht nachvollziehen könnt, arbeite ich hier mit einem hellen Grün. So, noch ein paar Stiche. Und der letzte Stich. So, also wir haben Kopf, Hasenohren und Körper. Jetzt füllen wir den Körper mit etwas Füllwatte. Oh, noch ein bisschen mehr. Und nun schließen wir diese Öffnung. Und dafür fahren wir mit unserer Häkelnadel einmal rundherum, immer vorne, hinten, bei der obersten Reihe. So. Also ihr müsst das Ganze noch gar nicht festziehen, einfach dass hier oben bei jeder Masche eingeschlauft wurde. So, hier hinten noch raus. Und nun können wir diese Öffnung verschließen. Ich vernähe jetzt noch schnell den Faden mit ein paar Stichen.
Und nun ist unser Häschen auch schon fast fertig. Hier diesen grünen Faden kann ich beide schon abschneiden. Jetzt befestigen wir hier hinten noch einen Bommel. Die Ohren sind hier oben. Und nun könnt ihr mit der schwarzen Wolle noch Augen aufsticken. Wenn ihr möchtet, noch eine rosa Nase, Blüten, Perlen, wie auch immer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.